So, ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar geht es heute mal um eine Zuschauer-Challenge. Und zwar von dem lieben Protato. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, Bro. Und zwar hast du eine Challenge vorgeschlagen, bei der es nur darum geht, Waffen zu benutzen, die man sich ja angelt. Abgesehen von der Munition, die man halt einfach auch vom Floor-Loot aufsammeln darf. Wenn ihr auch eine chillige Challenge als Vorschlag habt, einfach damit ab in die Kommentare. Dann werdet ihr natürlich auch nochmal extra hier erwähnt. Und natürlich auch eingeblendet, dass der Vorschlag und die Idee von euch kommt. Bevor wir mit dem Video aber so richtig durchstarten und wir in die zweite Challenge im Jahr 2022 gehen, würde es mich natürlich sehr, sehr, sehr supporten, falls ihr meinen Creator-Code AlbiVB im Itemshop benutzt. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist wirklich extrem schnell eingegeben. Und damit supportet ihr nicht nur mich, sondern wirklich meinen ganzen Content, meine ganzen Videos auf meinem Kanal. Das freut mich wirklich extrem. Wenn ihr im Video hier eingeblendet werden wollt, so wie diese Ehrensupporter, dann müsst ihr mir einfach nur auf Instagram oder auf Twitter ein Bild zukommen lassen, wie ihr euch was beim Code entweder geholt habt oder einfach nur den Code eingetragen habt. Das reicht auch schon komplett. Abgesehen davon könnt ihr den Kanal noch sehr, sehr gerne kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Jetzt würde ich sagen, wir starten in die Solo-Runde rein. Let's go. Challenge time. Okay, jetzt muss man sich natürlich gut überlegen, wo droppt man, wo wirklich viele Fishing-Spots sind. Und natürlich auch Angelrouten, sodass man halt auf jeden Fall genug Healing hat für die ganze Runde, weil wir Healing dürfen wir auch nicht von den Gegnern aufsammeln und auch nicht irgendwo looten, außer halt wir angeln es. Wir dürfen natürlich auch nur die Waffen benutzen, die wir halt eben auch angeln. Sprich, wenn wir halt irgendwie einen Gegner holen und der hat eine lila, eine Pump und ich habe halt nur eine grüne, darf ich die halt nicht aufsammeln. Die Munition natürlich schon, wie bereits gesagt. Deswegen würde ich sagen, dass ich tatsächlich hier so in diesem Bereich hier droppe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss wirklich aufpassen, weil ich mache mir gerade Gedanken zu dem Healing. Ich glaube, die Waffen werden nicht so das Problem. Wenn ich jetzt so grüne, blaue Waffen habe, so ungefähr, ist okay. Das Problem wird tatsächlich dann sein, sobald mir das Healing ausgeht und... Wir spielen ja hier nicht Arena, wir spielen Publix. Sobald mir dann da ein bisschen was abgezogen wird, wird es wirklich sehr, sehr problematisch. Oh mein Gott, ich werde schon gesniped, hallo? Oh mein Gott, hat der Typ mich erschrocken. Kurz gefasst, ich brauche wirklich viel, viel Healing, damit mir das nicht ausgeht, weil wenn mir das ausgeht, dann muss ich halt wieder anfangen zu angeln. Und ich kann ja nicht wissen, wo die Endzone sein wird. Okay, die ganze Munition hier, die kann ich theoretisch mitnehmen. Ich nehme die jetzt auch einfach mal mit. So, alles am Muni, was ich irgendwie so ein bisschen finde. Hier sind gar nicht so viele Angelspots. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich schnell irgendwie ein paar Waffen bekomme. Chilifisch. Nicht direkt take, dann bin ich vielleicht ein bisschen schneller. Ich ziehe gerade nicht das, was ich brauche. Also eine Waffe wäre schon gut, vor allem irgendwie so eine AR oder so, eine SMG. Irgendwas, was ich halt wirklich auch für den Nahkampf benutzen kann. Oh mein Gott, tut das weh, dass ich die Waffen hier nicht aufsammeln kann. Okay, wenigstens hier noch ein bisschen was an Munition. Und immer noch keine Waffen, ne? Okay, 2 Angelspots. Wichtig, wichtig, wichtig. 3 Stück. Ich habe halt Angst vor dem Sniper-Typ. Immer noch. Okay, Flopper wieder. Wieder Flopper. Wir haben noch uns gar nicht geheilt. Oh, wichtig. Schildfisch. Wäre ganz gut, wenn ich so ein paar Slurpfische und Schildfische sogar hätte für die ganze Runde. Ich muss tatsächlich ein bisschen mehr angeln. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen defensiver spielen, weil ich brauche Healing. Das ist halt wirklich in Publix ein bisschen anspruchsvoller als in Arena. Wir haben übrigens wieder 3 Versuche, genauso wie übrigens die letzte Challenge, die wir gespielt haben. Da durften wir nämlich kein einziges Mal springen. Das heißt, Leertaste war unbinded. Das heißt, wir konnten so viel Leertaste drücken, wie wir wollen. Wir konnten nicht springen. Das war die Challenge im letzten Video. Falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, könnt ihr das gerne tun. Wir haben, wie bereits gesagt, immer 3 Versuche für jede Challenge, sprich 3 Runden. Wenn wir halt eben die erste Runde direkt gewinnen in der Solo-Runde, geht's in Solo vs. Duo. Damit wir halt so ein bisschen das Niveau erhöhen, wisst ihr? Kann ja auch mal passieren, dass die Challenge viel zu einfach ist. Ich glaube, ich gehe das aber strategisch tatsächlich ziemlich klug an. Mein Problem sind halt wirklich Waffen. Ich habe immer noch keine Waffen. Brauche ich vielleicht eine Profi-Angel, damit ich halt irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, damit ich was ziehe? Vermutlich halt schon, aber was ist das denn? Schlürf. So, da versteht es dann nur so komisch aus. Bitte eine Waffe jetzt, nochmal ein Flopper. Es kann doch nicht sein, wie viel Flopper ziehe ich denn? Nochmal ein Chilifisch. Also hey Epic Games, das war jetzt nicht so gemeint, dass ich jetzt irgendwie so dringend Healing brauche. Also so, brauche ich schon, aber so ein paar Waffen wären auch nicht schlecht. Jetzt muss ich moven und ich muss mein Looting Spot jetzt ändern. Das ist echt suboptimal. Das ist, während ich in die Zone schwimme, die muss ich tanken mit Floppern die ganze Zeit. Ich muss nämlich angeln. Oh mein Gott. Wichtig, man muss sich nur beschweren. Das war jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Waffe. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Pump oder so wäre, das wäre super. Wenn ich direkt in die Zone durchziehen, mit meiner Floppe am Start. Bitte eine Pump, ich brauche eine Pump, ich brauche unbedingt eine Pump. Chilifisch ist vielleicht auch gut, dann komme ich schnell in die Zone. Ist auch okay, weil ich will das Boot jetzt nicht nehmen, weil ich natürlich weiter looten muss. Flopper, nur Flopper. Ich schwöre es euch, ich ziehe nur Flopper. So Spidey-Arme darf ich natürlich auch nicht mitnehmen, weil da wären jetzt welche. Aber darf ich natürlich auch nicht mitnehmen, weil nur das, was wir angeln. Ah, oh, Mann.
Nochmal ein Schildfisch. Ey, nein, das gibt's nicht. Sobald ich einmal richtig, richtig Stress bekomme, weil meine MP ausgeht, ich out of Metz gehe, weil Metz farm ich auch die ganze Zeit nicht und ich dann kein Healing mehr habe, weil ich darf mir, wie gesagt, nur Healing erfarmen, was ich angel, dann schaut das verdammt schlecht aus. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich den Gegner hole, klar, also zur Munition zählen jetzt auch Metz, by the way, darf ich natürlich auch vom Floor Loot aufsammeln. Das wird halt... Problem. Nein, bitte. Geh doch nicht weg, Bro. Er zieht allen erstes durch. Ich glaub's nicht. Ist da vorne. Komplett durchgezogen. Der hat gar keinen Bock auf mich. Kann ich wenigstens noch ein paar Mets farmen. Ich bin ehrlich, ich lebe gerade schon so ein bisschen am Limit. Was ist hier passiert? Hier ist doch jemand. Komm, stirb. Danke. Ich hab gut Metz. Ich hab auch einen Jump-Hit. Darf ich das benutzen überhaupt? Nein, nein. Ich muss die weglegen. Von oben auf mich runter. Ja, was nervt er so? Jetzt muss ich halt aufpassen, weil wenn ich jetzt irgendwie mein Healing halt sehr, sehr schnell los werde. Dann schaut es halt wirklich sehr, sehr schnell nicht mehr gut für mich aus. Jetzt habe ich zwar gut Metz, aber ich muss tatsächlich ein bisschen defensiv spielen. Ich habe halt nur die MP. Mehr konnten wir uns nicht angeln. Ihr habt selbst gesehen, ich habe so viel geangelt. Ich verstehe gar nicht, warum, wie er spielt. Er steht die ganze Zeit auf dieser Platte da oben drauf. Was ist jetzt dahinter? Nee, er ist da. Oh mein Gott. Wie spielt er denn? Nee, da muss ich runter. Muss ich aufpassen. Oh mein Gott. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man so eine Challenge macht, dann spielt man automatisch komplett anders. Es ist unfassbar. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich so ein Challenge-Video aufnehme. Man weiß, dass man eingeschränkt ist auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen spielt man dann automatisch irgendwie halt... komisch. Also irgendwie nicht so wie normal. Ich bin einfach in der Box stehen geblieben. Hab nichts gemacht. Ich bin, glaube ich, noch von der Nicht-Springen-Challenge gewöhnt. Und von der sehr hohen Ping-Challenge. Wo ich dann halt einfach die ganze Zeit noch auf die Gegner zulaufe. Gut, wichtig wäre aber jetzt auf jeden Fall, dass wir endlich mal Waffen finden. Weil es fängt schon wieder ein bisschen komisch an. Nur Flopper. Ey, das, also diese goldene SMG, ne, die war zwar echt cool. Aber ganz ehrlich, das war auch die einzige Waffe, die wir geangelt haben, ne? Schildfisch. Ja gut, das brauche ich jetzt auch. Oh, ne. Okay. Okay, okay. Es fängt schon mal in Ordnung an. Kann ich benutzen. Ist okay. Wenn ich jetzt noch eine Pump finde, wäre ich sogar zufrieden. Hey, Pistol Pump. Ist okay. Ist okay. Flopper, 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 flopper. Komm, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier sind Spieler. Da ist noch einer. Ah, ne, ist ein Bot. Ey, Bot, nervt mich nicht. Keine Muni. Ja, das hat mir gar nichts gebracht, der Refresh. Okay, ich muss mich jetzt mit dem Flopper healen. Schildfisch, okay, das ist gut jetzt in dem Fall. Was ist das? Ja, okay. Okay. Schon mal. Ja. Pistol und eher ja. Kann man mit bei. Wisst ihr was? Ich spiele damit. Schau mal. Das ist ja Loot. Das darf ich mitnehmen. Wichtig, 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 wichtig. Wichtig, wichtig. Die Muni und die Metz, die brauche ich. Healing-technisch schaut es auch okay aus. Von den Waffen her halt ein bisschen komisch, aber. Es ist spielbar, auf alle Fälle. Okay, Sonne ist auch ziemlich close. Das kann ich schaffen. Ich werde jetzt auch diesmal wirklich genau den Fehler, den ich letzte Runde gemacht habe, dass ich einfach nur in der Box stehen geblieben bin, werde ich auf jeden Fall verhindern. Ich werde jetzt auf jeden Fall des Todes mich rumbauen. Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit oben irgendwo bleiben müssen und die ganze Zeit einfach nur runtersprayen. Ich habe wirklich gut Muni dafür. Ich muss nur sprayen. Sprayen, was das Zeug hält. Aber so richtig, richtig. So richtig auf eklig. Die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand mit Spider-Man-Armen auf mich drauf springt, weil ich...
Ich hab die gerade überhaupt nicht im Kopf, weil dadurch, dass ich die halt... Normalerweise spiele ich die halt in jeder Runde. Weil die halt schon einfach sehr, sehr wichtig sind, diese Meta. Aber wenn man halt wirklich nur diesen Loot im Kopf hat von... Ich habe nur Fische als Loot, ich darf nur die Sachen benutzen, die ich halt fische und beziehungsweise angel und halt nicht loote von den Gegnern oder halt von Chests, vom Floor-Loot. Man denkt dann irgendwie, dass die Gegner halt genauso dann nur aufgestellt sind, aber sind sie ja gar nicht. Die Gegner haben ja übertriebene Vorteile gerade im Gegensatz zu mir. Oh mein Gott, nein. Ja gut, was soll ich da machen? Komm doch einfach meine Box rein. Wer ist da schon wieder? Unlucky. Oh mein Gott, ich muss weg. Ich sag halt auch noch, dass ich auf High muss und auf Distanz bleiben muss. Und was passiert? Ich gehe kurz in dieses kleine Haus rein und ich werde von 50 Leuten gerusht. Ich brauche wirklich jetzt mal eine Pump. Ich brauche echt was auf Short Range. Aber ganz ehrlich, ist es eine Challenge. Ich bin mad, aber ich finde es sehr, sehr nice, dass ich an meine Grenzen komme. Ich finde es extrem nice. Die Runde holen wir uns jetzt. Wir haben sogar eine Profi-Angel jetzt diesmal. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, mit einer Profi-Angel eventuell geht es jetzt irgendwie besser. Okay, wir bekommen gerade wieder nur Fische. Sniper. Oh, lila Waffe. Aber es war eine Sniper. Na gut, optimistisch bleiben. Vielleicht kriegen wir mit der Profi-Angel echt jetzt irgendwie ein bisschen Besseres raus. Wir bekommen schon echt ziemlich viele Fische. Ich würde ganz gerne jetzt mal schon die erste Waffe sehen, die man auch spielen kann. Hier sind zwei Fischlöcher, sehr gut. Nee, ich bekomme... Keine Waffe. Ey, Wahnsinn. Schon wieder so. Aber es schaut gerade wieder echt sehr, sehr schlecht aus. Kann ich bei der Daily vielleicht, ja? Kann ich noch was angeln? Jetzt bekomme ich hier eine Waffe raus. Das wäre natürlich super. Das wäre super, super, super. Nein, stattdessen nur Flopper die ganze Zeit. Ich kann die Challenge so nicht schaffen. Ich muss was angeln jetzt. Irgendeine Pistole, irgendeine Waffe, irgendwas. Ich angel nichts. Wieder Floppe. Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Ich zieh nichts. Wenn mich ein Spieler jetzt sieht, ich bin tot. Guck mal, wie klein die Zone schon ist. Das ist eine Katastrophe. Ey, bitte, das ist die letzte Runde. Wenn die so ausgeht, ich krieg einen Kollaps. Bitte. Ich brauche jetzt wirklich hier Angelspots. Bitte. Komm, bitte. Falle. Fisch, oh mein Gott. Bitte. Es kann nicht sein. Egal, ob ich jetzt was finde, ich bin tot. Ich hab keine mehr, oh mein Gott. Ich könnte halt Heal-Off machen. Das ist das Einzige, was ich machen könnte, um die Runde zu gewinnen. Gerade. Bitte eine Waffe, bitte. Kann man mit der Profi-Angel überhaupt Waffeln angeln? Geht es überhaupt? Oder habe ich gerade einfach nur totales Pech? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, das rettet mir gerade das Leben. Ey, Leute, ich bin am Limit, wirklich. Ich hätte es mir einfach nur verdient zu gewinnen, wirklich. Ich glaube, ich mache es aber diese Runde tatsächlich richtig. Ich gehe in keinen Fight rein. Bin entspannt. Ja gut, ich konnte auch bis jetzt gerade in keinen Fight reingehen. Ich hatte keine Waffen. Aber ich meine nur, ich werde jetzt auch wirklich warten und sehr, sehr chillig spielen, weil ich habe nicht wirklich so viele Mets. Also jetzt gerade geht's schon. Ich habe Angst, dass mir das Healing gedraint wird. Ich glaube, ich muss tatsächlich... Maybe sogar das Ganze so ausreichen, dass ich auf Heal-Off gehe. Weil wenn meine MP einmal leer ist, dann das Ganze reloaden und alles im Endgame. Und die ganze gesprayt wird, das kann schon echt problematisch sein. Sorry, dass ich so defensiv spielen muss in diesen Challenges, aber es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich nicht einfach. Wenn ich langweilig ist, macht es auf jeden Fall mal nach. Weil ihr kommt da wirklich an eure Grenzen. Und ihr lernt einfach Fortnite von nochmal einer ganz anderen Sichtweite zu spielen. Und es ist auch eine echt gute Übung. Falls man mal einfach vielleicht nicht so gut aufgestellt ist. Warte mal ganz kurz. Warum habe ich eine Angel dabei? Okay, ich kann auch die Quallen jetzt mitnehmen. Angeln brauche ich doch jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Okay. Ich habe jetzt da wenig mitnehmen. Mit der 6 Stück.
Und jetzt brauche ich... Was hat er denn für Stuff? Oh mein Gott. Das ist der letzte. Das ist der letzte, das ist der letzte, das ist der letzte. Ich muss einfach nur weg kurz. Nachgeladen, ja. Wo geht der hin? Die ganze Zeit nachladen. Ich habe ja nur einen MP. Ist auch so ein bisschen nervig. Wo ist er? Oh mein Gott! Sprayt halt nur, ne? Und macht nichts anderes. Ich bin stuck. Was er kann, kann ich schon lange. Doch nicht. Ich kann nicht boxen. Oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie ich in dieser dritten Runde geschwitzt habe, um diese Challenge zu schaffen. Ey Leute, wir haben bis zum Ende keine Waffe gefunden. Ey Bro, also wirklich, ich bin so glücklich. Im letzten Versuch schaffen wir es. Ey Junge, ich bin einfach nur erleichtert. Ey, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich wirklich mit einer positiven Bewertung wissen. Falls ihr mich bei meinen Videos und bei meinem Content weiterhin supporten wollt, dann wisst ihr Bescheid. Mein Creator-Code AlviVW im Itemshop. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist wirklich sehr, sehr schnell eingegeben. Einfach kurz annehmen. Schickt mir dann gerne auf Instagram oder auf Twitter ein Foto, wie ihr den Code eingetragen habt oder euch sogar was mit meinem Code geholt habt. Dann werdet ihr im nächsten Video eingeblendet, ganz am Anfang. Abgesehen davon könnt ihr gerne noch den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich bin raus, ich bin wirklich happy, dass ich das jetzt geschafft habe, weil, Alter, das, vor allem die letzte Runde, die war noch so anstrengend. Macht's gut, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Haut rein, Kuss, ciao.